Hey zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Hier und heute möchte ich mit euch über einen einzigen Duft sprechen, über einen Duft, den ich persönlich ganz, ganz toll finde, den ich von Anfang an, seitdem ich ihn kennenlernen durfte, einfach wundervoll fand, für den ich sehr, sehr schwärme nach wie vor. Und ich möchte einfach, dass dieser Duft hier auf meinem Kanal ein Video für sich selbst bekommt, wohl wissend, dass das Video vermutlich nicht sehr viel geklickt wird, da ich zumindest von mir aus der Meinung bin, dass dieser Duft halbwegs unbekannt ist. Ich habe jetzt nicht so viele Videos zu diesem Duft gefunden, weder im deutschsprachigen Raum, da gibt es glaube ich ein einziges Video auf einem Kanal, habe ich zumindest gefunden, und im englischsprachigen Raum hält es sich auch sehr in Grenzen, auch in Top 10 oder was auch immer Listen, sei es wie es wolle. Es geht um diesen Kandidaten hier aus dem Hause Ramon Monegal, den Faiza. Möchte ich euch hier einmal zeigen, ein sehr schöner Duft in einem sehr, sehr hübschen Flakon, wie ich finde, es sieht sehr hübsch aus. Hier oben dann noch mit diesem M drauf, ich hoffe, man kann das erkennen, was für die Marke steht, und dieser ganze Duft nebst Flakon soll einmal mehr oder weniger eine Ode an die Sonne sein, ja, an das Helle, an das Strahlende, an das Lichte, an die Schönheit, an die Freude des Lebens. Und das Ganze spiegelt sich auch in der Verpackung wieder, mit der wir einmal anfangen wollen. Die haben wir hier einmal. Das ist die Box, in der das gute Stück einmal daherkommt. Finde ich, sieht schon sehr, sehr schön aus. Man kann hier diesen Zettel einmal abmachen. Und dann steht hier auch einmal drin, Ode to the Sun, Ode to Life, Ode to Joy. Was sehr, sehr schön ist, wie ich finde. Ja, und dann bleibt im Endeffekt hier noch diese Box über. Wenn man die aufschraubt, ist hier noch so ein kleines Tüchlein drin, wo letztendlich hier der Duft drin stand. Und mehr ist das auch nicht. Sehr schlicht, ich finde allerdings sehr, sehr stilvoll, gefällt mir nach wie vor sehr gut, und auch so dieses ganze Konzept, so diese Ode an die Sonne, an die Freude, an die Wärme, an das Licht, das ist sehr, sehr schön. Genauso wie der Duft, und das ist sicherlich, worauf es ankommt. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, das haben wir hier bei diesem 50ml-Flakon. Er ist hier einmal festgemacht, ich hoffe, man kann das sehen. Na. Ja, jetzt ist einmal fest, und beim Sprühen ist das zeitweilig ein bisschen schwierig, wenn immer so der Finger dazwischen ist, das Ganze auszurichten. Bei den 100ml Flakons ist das nicht der Fall, ist nur bei den 50ml Sachen so, aber sei es wie es wolle. Zur Steuer bearbeitet gut, das erwarte ich auch nicht anders. Und vom Duft her ist wirklich ein ganz wundervoller Duft. Ich lese euch einmal die Duftpyramide vor, blende sie parallel dazu natürlich auch ein. Und dann wissen wir alle, wovon wir reden. Wir haben in der Kopfnote Safran, Ylang Ylang, Zitrone, Zimt, Anis. Im Herzen haben wir Argeholz, Rose, Himbeere, Jasmin, Mimose. Und in der Basis Amber, Sandelholz, Vanille, Karamell und Tonkabohne. Obwohl hier Ambra steht, wir haben aber Ambere drin. Ja, wir sind hier auf der harzigen Seite unterwegs und nicht im Darm des Wals, mehr oder weniger. Oder im Magen. Was haben wir hier zu erwarten? Ein Duft, der zu Anfang ein bisschen diese Baccarat Rouge Anleihen bringt. Das, ja, spielt sich einfach hiermit ab. Wir haben eine sehr schöne Safrannote. Wir haben eine sehr warme, verführerische Komponente. Und wir haben gleich von Anfang an eine sehr echte, eine sehr natürliche, eine sehr schöne, verführerische, einladende Vanille. Das Ganze eine sehr, sehr schöne Komposition, die mich besonders in den ersten 10, 15 Minuten ein bisschen hier an den Crystal Saffron von Matière Première erinnert. Den habe ich einmal extra für euch rausgesucht. Ich hoffe, die Kamera bekommt es hier einmal zu fokussieren. Genau. Ja, so diese anfängliche Crystal Saffron Note, die bekommen wir hier einmal mit. Dieses, ich sag mal, Baccarat Rouge gepaart mit ein bisschen Zahnarztpraxis. Sauberkeit, dieses Überreinliche, ja, das kommt hier ein bisschen mit, aber nur am Anfang, verfliegt relativ schnell und geht dann einfach über in dieses leicht würzige, sanfte, warme, sehr schöne Thema mit dieser Himbeere. Im Duftverlauf bekommen wir dann noch einen holzigen Twist mit hinein, wir bekommen eine leichte Blumigkeit, und diese wunderschöne Himbeernote von Anfang an oder vom Anfang wird noch ein bisschen präsenter, geht noch ein bisschen mehr in die Mitte des Duftspektrums, ohne komplett das Ruder zu übernehmen. Und natürlich eine ganz, ganz leichte Rosennote gesellt sich mit dazu und bringt noch ein bisschen mehr Eleganz und Verführung hinein. Und ich muss hier ehrlich sagen, dieser Duft, so rein von der Himbeere, habe ich auch noch rausgesucht, erinnert ein bisschen an den Elixir d'Amour von Parfums Del Mar. Den habe ich auch einmal für euch mit rausgesucht. Ja, den kennen wir auch als diesen warmen Verführer mit dieser wunderschönen Himbeernote. Und ich muss ehrlich sagen,
Der Pfizer hier ist meiner Ansicht nach sogar noch besser gemacht. Er geht noch mehr in das Thema rein. Er ist intensiver. Er ist auch, wie ich finde, langanhaltender. Also Projektion und Langlebigkeit hier bei dem Pfizer meiner Meinung nach sogar noch besser als hier bei dem Kandidaten. Das ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Und einfach das ganze Gefühl, was dieser Duft mit sich bringt, ist nochmal merklich intensiver, bevor er dann nach und nach mehr und mehr in dieses warme, ambrierte Thema hineingeht und sich dort so auf dieser cremig warmen, ambrierten Seite so ein bisschen dann seinem Ende entgegenneigt. Alles in allem ein sehr, sehr schöner Duft, der hier auf dem Flakon auch nochmal Pure Joy aufgedruckt findet. Und ich finde, genau das ist dieser Duft. Dieser Duft ist für mich das pure Vergnügen. Es ist eine Freude, diesen Duft zu riechen. Ich habe den vorhin ja auch im Raum gesprüht. Dieser liegt so lange in der Luft. Das ist so ein angenehmes, wohliges, warmes Dufterlebnis mit dieser wunderschönen Himbeere dazu. Also einfach richtig, richtig toll gemacht und sollte man auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Blindkauf sage ich nicht, aber zumindest mal testen, kostet doch alles schon so ein bisschen Geld, ja, keine Frage. Und definitiv Unisex geeignet, das noch zum Schluss. Also ich sehe den in keine Richtung wirklich abgleiten, weder mehr ins Männliche noch ins Weibliche. Perfekt auf den Punkt, ausbalanciert. Ich finde, den kann man immer und überall tragen, wenn es nicht zu drückend warm ist. Wobei, ich habe den auch schon bei über 30 Grad getragen, ohne Probleme, hat mir jetzt nicht viel ausgemacht. Er war mir nie zu schwer oder unangemessen, sondern ich habe mich immer mit diesem Duft wohlgefühlt. Es war immer sehr, sehr schön. Wobei man hier ganz, ganz klar sagen muss, je kälter es wird, umso mehr lebt er auf, dann dieses süße, warme Thema, umso mehr Raum es bekommt in der kalten Luft, umso mehr geht er auch nach vorne. Diese Himbeere, die sich nochmal mehr entwickelt, diese sanfte Rosennote, die sich einfach überall herumwinden mag und das Ganze im Kalten noch mehr zu tun vermag als in der Hitze. Aber ich würde nur sagen, er funktioniert immer und überall, also sehr schön gemacht. Von dem her ist für mich ein ganz, ganz toller Duft, der hier auf jeden Fall sein eigenes Video verdient. Ja, der Pfizer aus dem Hause Ramon Monegal. Einfach ein wundervoller Duft. Und damit bin ich dann auch schon durch für dieses Video. Ich hoffe, ihr konntet damit ein bisschen was anfangen. Ich wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.